Mit einer gewaltigen Kriegsflotte zieht die Hanse im 14. Jahrhundert gegen den König von Dänemark. Nach einjähriger Belagerung der Festung Helsingborg triumphieren die deutschen Kaufleute über den Monarchen, der ihren freien Handel bedroht hatte. Die Hansestädte schufen ein Netzwerk von Russland bis Spanien, von Venedig bis Island. Ihre Koggen eroberten die Welt. Das Bündnis der Kaufleute wurde zu einer ökonomischen Supermacht. In dieser Zeit ungeahnter Chancen lebt Hildebrand Weckinghusen. Die Gier nach immer höheren Gewinnen lässt nicht nur ihn enorme Risiken eingehen. Dazu kommt der Fluch der Ostsee, Piraten. Das Imperium der Hanse steht an einem Scheideweg. Der Hafen von Reval. Die Hansestadt ist ein Außenposten weit im Osten des mächtigen Wirtschaftsimperiums. Der 11-jährige Kaufmannssohn Hildebrand Weckinghusen wird zu Verwandten geschickt, die in Livland gut gehende Handelshäuser betreiben. Hey, das ist 11, werden weg. Doch erst einmal lernt er das nächtliche Hafenleben kennen. Leichte Mädchen und wie in einem bösen Traum. Ihr junger Freund, die tun euch nichts mehr. Wer waren diese Menschen? Piraten, der Abschaum der Meere. Piraten? Ja, böse Menschen, denen man mit einer Axt den Kopf abgeschlagen hat. Ich würde euch gerne ihre Geschichten erzählen, aber jetzt kommt mal. Der Hafen ist des Nachts kein Ort für einen Jüngling wie euch. Nicht, dass ihr sind. Piraten, das wird dem jungen Weckinghusen schnell klar, sind neben den Unwettern die größte Gefahr auf See. Durch die reichen Warenströme der Hanse werden sie angezogen wie Haie von frischem Blut. Ein gewisser Klaus Störtebeker ist der Schrecken der Meere. Unzählige Geschichten und Mythen ranken sich um ihn und seine wilden Gesellen. Die Freibeuter nehmen sich einfach ein Stück vom Kuchen der prosperierenden Hanse. Um 1400 war aus dem losen Bund von Kaufleuten ein Handelsimperium geworden, das Nordeuropa beherrschte. Lübeck, die Keimzelle der Hanse, wurde zur Boomtown. Nur 200 Jahre nach ihrer Gründung war sie nach Köln die zweitgrößte Stadt des Deutschen Reichs. Hildebrand Weckinghusens Bruder Sievert lässt sich hier nieder. Von Lübeck aus agiert er grenzübergreifend. Mit Reval, dem heutigen Tallinn in Estland, machen die Brüder aus feiner Ratsherrenfamilie gute Geschäfte. Über ihr Leben wissen wir bestens Bescheid. Der Grund liegt hier, im Stadtarchiv Tallinn. Vor über 100 Jahren machte ein neugieriger Professor eine sensationelle Entdeckung. Eine alte Kiste, gefüllt mit Pfeffer. Doch viel wertvoller ist, was darunter zum Vorschein kommt. Briefe von Hildebrand Weckinghusen. Ein ganzes Bündel. Der Fund dieses Archivs von Hildebrand Weckinghusen war wie ein Schatzfund. Es öffnet sich also hier eine neue Perspektive in die Vergangenheit, gerade in das alltägliche Leben dieses hansischen Kaufmanns. Es war ein Glücksfund. Der Schriftwechsel ist eine Goldgrube. Er umfasst 11 Geschäftsbücher und 550 Briefe von Hildebrand, seinem Bruder Sievert und seiner Frau. Sie öffnen ein Fenster in die Zeit der Hanse. Das Leben von Hildebrand liegt vor uns aufgeblättert. Sein Privatleben, seine Ideen, seine Geschäfte. Die betreibt er inzwischen von Brügge aus, dem reichen Hansekontor in Flandern. Die beiden Brüder arbeiten Hand in Hand. Noch. Hierher hat es euch also verschlagen, mein Bruder, gar fern bei Heimat. Heimat, Sievert, ist dort, wo man Geld verdient. Das wisst ihr doch ganz genau. Und das kann man hier in Brügge? Oh ja, mein Lieber. Hildebrand Weckinghusen war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Brügge war der Welthandelsmarkt des Mittelalters.
Als eines der vier Kontore der Hanse war es für die deutschen Händler das Tor nach Venedig und in den Orient. Geld regierte die Stadt. Die Börse wurde hier vor über 700 Jahren erfunden. Das Haus der Familie Börse steht noch heute. Von Brügges Kanälen aus gingen die begehrten feinen Tuche in die Welt. Der Exportschlager Flanderns wurde nach Lissabon ebenso verkauft wie an die Höfe der Bojaren in Russland. Auch an einem Kanal gelegen das Zollhaus. Die Hansen hatten besonders günstige Zolltarife, der Erfolg des gemeinsamen Auftretens als deutsche Hanse. Aus Weckinghusens Aufzeichnungen geht hervor, dass er mit über 1000 Partnern im Hanse-Netzwerk Geschäfte machte. Doch die waren bedroht. Piraten, der Fluch der Meere. Großer Kahn! Ganz großer Kahn! Immer öfter überfallen Freibeuter die Hanseschiffe. Der Osthandel kommt fast zum Erliegen. Das höchste Gut der Hanse ist in Gefahr. Sichere Seewege und freier, ungestörter Handel. Die entscheidende Voraussetzung für prächtige Gewinne. Piraten entern ein Schiff mit Waren von Hildebrand Weckinghusen von Riga aus auf dem Weg nach Brügge. An Bord verteidigen schwer bewaffnete Söldner die wertvolle Fracht. Am Ende triumphieren wieder einmal die Seeräuber, von denen einer unsterblich wird. Klaus Störtebeker. Das soll sein Schädel sein. Ein mächtiger Nagel durchbohrt die Trophäe, die Archäologen aus dem Hamburger Hafenschlick zogen. Dass es sich dabei wirklich um den Störtebeker-Schädel handeln könnte, erklärt der Gerichtsmediziner Klaus Püschel so. Das ganz Besondere ist dieses Loch hier oben. Und wenn man das hier betrachtet, der war ja mal aufgenagelt. Und im Bereich des Nagelungsloches gibt es jetzt einige Dinge, die gibt es an keinem anderen Schädel auf der ganzen Welt. Da ist nicht ein Nagel etwa grob durchgehauen worden, sondern man hat dieses Loch geschlagen mit einem scharfen Werkzeug so rein und den Knochen weggekippt. Und dann hat man den Nagel durchgeschoben, also nicht reingeschlagen. Und eine solche Sonderbehandlung ist keinem anderen Schädel, den wir so aus der Archäologie kennen, zuteil geworden. Von daher sagen wir, den wollte man dort ganz besonders lange ausstellen. Um abzuschrecken. Der gefürchtete Störtebeker sollte möglichst über Jahre vom Galgen schauen. Die Vitalienbrüder, wie die Piraten genannt wurden, waren seefahrerische Profis. Die Vitalienbrüder rekrutieren sich im Wesentlichen auch aus Kreuzfahrern. Und sie sind diejenigen, die mit eigenen Schiffen unterwegs sind. Sowohl wenn es darum geht, einen Kreuzzug zu bestreiten, als auch dann später sich zu verdingen bei den Fürsten in Nordeuropa, um mit denen zusammen dann neue Kriege zu führen. Sie sind also Kaperfahrer von Natur. Störtebeker und Co. wurden von wechselnden Seiten angeheuert, um politische Ziele auf See durchzusetzen. Ausgestattet mit Kaperbriefen kämpfen die Piraten im Auftrag verschiedener Fürsten. Für den Herzog von Mecklenburg erringen sie einen großen militärischen Erfolg an der schwedischen Küste. Vor Stockholm gelingt es ihnen, einen Belagerungsring zu durchbrechen und frische Nahrung, Viktualien, in die verbündete Stadt zu bringen. Angeblich deshalb werden sie Vitalienbrüder genannt. Nach dem Ende des Krieges war es dann oft so, dass die Seeräuber dann mit ihrer Tätigkeit nicht mehr aufhörten, sondern einfach auf eigene Rechnung den Kampf fortsetzten und damit eben weiterhin die Schifffahrt bedrohten, selbst wenn also formal schon Frieden geschlossen war. Man hatte also gewissermaßen einen Geist aus der Flasche gelassen, den man nicht mehr kontrollieren konnte. Dieser Geist droht Weckinghusen zu ruinieren. Das zweite Schiff, Siebert. Das zweite Schiff schon diesen Monat verloren. Wem sagt ihr das, mein Bruder? Ich muss 10.000 Fälle liefern, weiß nicht woher. Die gesamte Ostsee ist verseucht. Kein einzelnes Schiff wird mehr durchkommen. Wir müssen uns auf magere Jahre einstellen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wir brauchen neue Ideen, Siebert. Neue Ideen? Ihr mit euren neuen Ideen. Ich sag euch was.
Wir brauchen einfach jemanden, der etwas gegen die verdammten Piraten unternimmt. Kriege gegen die Piraten waren gefährlich und teuer. Vor allem die enormen Kosten für die Ausrüstung einer Flotte und die Heuer der Söldner scheuten die Räte der Hansestädte. Nicht alle waren gleich stark betroffen. Und so wurde gezaudert und gezögert. Es fehlte die Entschlossenheit und Einigkeit, die die Hanse sonst so stark machte. Lübeck. Hildebrand Weckinghusen ist zu seinem Bruder Sievert gereist. Er heiratet zum zweiten Mal. Nach dem Tod seiner ersten Frau nun die 15-jährige Margarete aus Riga. Eine Geschäftsheirat. Es geht um gute Mitgift und exzellente Kontakte zu livländischen Handelsfamilien. Doch zu seiner Überraschung ist die 20 Jahre jüngere Margarete auch noch hübsch. Es wird eine große Liebe. Wunderbar, das beste Kleid, was ich je angefertigt habe. Eure Dienste sind doch teuer genug, Meister Jonathan. Wenigstens war das Tuch günstig. Die Tuchhändler hatten durch die Vitalienbrüder Absatzprobleme und zu viel Stoff auf Lager. Weckinghusen verstand es, Notlagen auszunutzen. Das erfahren wir auch aus seinen Briefen. Über keinen Bürger des Mittelalters wissen wir mehr als über ihn und seine Familie. Die Briefe zeigen uns auch die überraschend selbstständige Rolle der Frau in der Hanse. Generationen von Forschern haben aus der einmaligen Informationsquelle sogar meteorologische und mathematische Kenntnisse der Zeit herauslesen können. Das System der Hanse wird durch Weckinghusens Aufzeichnungen deutlich. Typisch für die Hanse war die Freiheit der Städte, die Selbstverantwortlichkeit der Bürger und ihre Mitwirkung an den politischen Prozessen. Die Hanse hat ein wirtschaftliches und kulturelles Fundament für Europa gelegt. Das war neu. Freie Bürger in freien Städten. Ihr loser Zusammenschluss zum gegenseitigen Nutzen, das gemeinsame Auftreten nach außen, das war revolutionär und erfolgreich. Auch ohne Herrscher und ohne eigenes Territorium wurde die Hanse eine Wirtschaftsmacht, wie es sie in Europa noch nicht gegeben hatte. Der Wohlstand der Hansestädte wuchs. Ihre Rathäuser wurden zu Palästen der Bürger. Alles überragend die Kathedralen der Kaufleute wie die Lübecker Marienkirche. Die Hanse war zweifellos ein Erfolgsmodell. Sie verband erstmalig den Osten und Westen Europas im Handel. Und nicht nur den, sondern eben auch den Süden, also Verbindungen zu Spanien und Italien gab es ja ebenfalls. Die Geschäftsverbindungen ihrer Mitglieder überwanden Landes-, Sprach- und religiöse Grenzen. Der größte Handelsraum der alten Welt. Das Einzige, was zählte, waren höchstmögliche Gewinne. Die Gesichter hinter dem Erfolgsmodell Hanse. Wurden bisher nur christliche Motive, Kaiser und Könige in Öl gemalt, waren die Geldadligen die ersten Normalbürger, die den Hofmalern Modell setzen durften. Neue Gesichter mit neuen Ideen, die etwas Unerhörtes schafften. Die besondere Stellung der Bürger und der Städte war sicherlich etwas Neues in der Geschichte. Seit der Antike hatte es nie eine so starke Stellung der Bürger gegeben, wie eben in der Zeit des 13. bis 15. Jahrhunderts. Weckinghusen ist einer dieser starken Bürger. Er sprüht vor neuen Ideen. Trotz oder gerade wegen der Piraten will er weiter expandieren. Und ihr Herren, was haltet ihr von meiner Idee? Ihr wollt also Pilze und Bernstein aus dem Osten direkt nach Venedig verkaufen? So ist es. Ohne Zwischenhändler, die unseren Profit schmälern. Darum geht es doch, meine Herren. Der Seeweg ist unberechenbar, Hildebrand. Wir leben immer noch in unruhigen Zeiten. Nein, nein. Der Seeweg ist doch viel zu lang. Wir nehmen den direkten Weg.
Über den Brennerpass. Seid ihr des Wahnsinns? Nur der direkte Weg verspricht uns den größten Profit. Das Risiko ist bedeutend höher. Genau wie der Gewinn. Ein schlagendes Argument, das jeder Hansekaufmann versteht. Seid ihr dabei? Am Ende schließen sich 12 Kaufleute zur venedischen Gesellschaft zusammen. Weckinghusen hat die Zweifler überzeugt. Er hat sie mit den Zauberworten Venedig und Gewinne gelockt. Und so funktioniert seine Rechnung. Er kauft in Novgorod 1000 Zobelpelze im Wert von 730 Mark Lübsch. In Brügge schlägt er 10% Zwischengewinn darauf, macht 24.090 flämische Grot. Auf dem Weg nach Venedig nochmal gut 10%. Das wären dann 900 Mark Lübsch oder 883 venezianische Dukaten. So hatte er satte 20% verdient. Umgerechnet etwa 35.000 Euro Reingewinn. Und er handelte mit Hunderttausenden von Fellen. Die Venezianer konnten sich die Pelze leisten. Jenes Volk pflügt nicht und sät nicht. Und trotzdem ist es das reichste der Welt, hieß es. Denn es erntete auch so. Einmal im Jahr führt eine prachtvolle Prozession durch die Kanäle der Lagunenstadt. Die Parade des Dogen zeigt, der Reichtum kommt vom Handel. Venedigs Schiffe beherrschen das Mittelmeer und die Wege ins Morgenland. Zu Samt und Seide, Weihrauch und Safran. In nur 2 Jahren erreicht das Kapital der venedischen Gesellschaft einen Zuwachs von 100%. Hildebrand Weckinghusen ist in einem Rausch. Venedig hatte für Weckinghusen und seine Gesellschafter eine sehr große Bedeutung, weil es den Zugang zum Orient eröffnete. Die deutschen Kaufleute konnten dort Gewürze kaufen und kostbare Waren, auch wie Seide, die aus dem Orient kamen und eben speziell auf venezianischen Schiffen dorthin transportiert worden waren. Die Venedig-Idee eröffnete neue Horizonte und vor allem neue Märkte. Der Fernhandel mit den Schätzen des Orients sollte nun auch deutsche Kaufleute reich machen. Die Global Player aus Nordeuropa. Pfeffer wurde im Mittelalter mit Gold aufgewogen. Weckinghusens kühnes Geschäftsmodell ist nicht ohne Risiko. Wo große Gewinne locken, gibt es viele Konkurrenten. Venedig ist ein Haifischbecken. Wir haben also hier sicherlich auch Spekulantentum. Wir haben Leute, die auch vielleicht mit nicht ehrbaren Methoden versuchten, Geld zu machen. Es gibt ja in dieser Zeit auch die ersten Warenfälschungen, dass man also billige Tuche zum Beispiel durch Färben zu anderen teuren Tuchen machte und die versuchte dann weiter zu verkaufen. Also diese Dinge finden wir durchaus schon, auch in der damaligen Zeit. Frisch abgezogen, echter sibirischer Zobel, wunderbar. Weckinghusen kennt die Tricks. Zusammengestückelte Pelze, gepanschter Wein, gefärbte Tuche, verfälschtes Silber. Er muss höllisch aufpassen. Aber es tut mir leid, das ist zu wenig. Dazu gibt es unterschiedliche Währungen, Maße und Gewichte umzurechnen und dabei immer den eigenen Vorteil zu suchen. Hildebrand beherrscht das Spiel um das ganz große Geld. Er verkörpert eine neue Generation der Hansehändler. Extrem risikobereit, mit Gewinnen in Millionenhöhe. Es reicht immer noch nicht. Wenn ihr meine Ware kaufen wollt, dann müsst ihr schon noch etwas dazugeben. Dafür, wenn ihr nicht... Seinem nicht so erfolgreichen Bruder Sievert hilft er finanziell aus der Not. Wenn dann nur nicht die verdammten Piraten wären. Die hatten inzwischen das reiche Visby auf Gotland erobert und kappten die Handelswege der Hanse. Gotland war nach der Einnahme von Stockholm die große Hoffnung der Vitalienbrüder. Sie glaubten nämlich, dort eine territoriale Basis einrichten zu können, auf Dauer. Und dann wären sie tatsächlich zu einer Seemacht aufgestiegen. Aus der altehrwürdigen Hansestadt Visby wird ein Piratennest. Jetzt haben sie die ideale Ausgangsbasis für ihre Kaperfahrten in der gesamten Ostsee.
die Warenströme der Hanse versiegen. Alle Hoffnungen ruhen auf dem Deutschen Orden, dem Schwert der Hanse. Mit einem gewaltigen Aufgebot an Rittern schifft sich Hochmeister von Jungingen gen Gotland ein. Der Ordensstaat macht glänzende Geschäfte mit den Hansestädten. Auch deshalb ist ihnen das Piratenpack ein Dorn im Auge. Zu Land sind die Ritter im Kampf überlegen. Visby wird erobert. Wer den frommen Ordensrittern in die Hände fällt, wird erschlagen. Doch einige, auch Störtebeker, erfahren von dem Angriffsplan des Ordens und machen sich vor dem Gemetzel davon, fliehen unbemerkt in die Nordsee. Jetzt wird die Nordsee zur Mordsee. Die Seeräuber kommen Weckinghusen immer näher, gefährden nun auch die Handelsrouten nach Brügge und London. Gottes Freund und jedermanns Feind war der Schlachtruf der Vitalienbrüder. Störtebeker und seine Kompagnons werden im Nachhinein als Robin Hoods der Meere verklärt. Ein Mythos? Störtebeker und Bödeke Michel kann man nicht mit Robin Hood vergleichen. Einfach deswegen, weil sie nichts für die Armen übrig hatten oder für die Armen gesammelt haben, sondern sie haben nur eben auf eigene Rechnung verdient. Sie waren ja selber bitterarm. So soll er ausgesehen haben, der Schrecken der Meere, der legendäre Klaus Störtebeker. Mit viel Fantasie. Sicher ist jedoch, dass hier in Brügge sein Zeitgenosse Weckinghusen und dessen Geschäfte immer stärker bedroht sind. Die Seeräuber haben sich an der friesischen Küste festgesetzt. Dort gewähren ihnen die ansässigen Häuptlinge Zuflucht. Die sind sich spinnefeind und benutzten Störtebeker zu Überfällen auf den jeweiligen Gegner, während sie selbst sich in hohen gemauerten Steinhäusern den Friesenbogen verschanzen. Doch die Häuptlingsfäden interessieren die Freibeuter bald nicht mehr. Wieder betreiben sie Geschäfte auf eigene Rechnung. Vor Helgoland machen die Hansestädte ernst. Zur entscheidenden Seeschlacht kommt es hier. Weit draußen in der Nordsee. Die besonders in ihrem Englandhandel geschädigten Hamburger Kaufleute schicken eine schlagkräftige Flotte mit ihrem neu erbauten Flaggschiff, der Bunten Kuh. Die Übermacht ist erdrückend. Ein Piratenschiff wird versenkt. Störtebeker ist endlich ein Gefangener der Hanse. Die Nachricht lässt die Kaufleute von Brügge bis Novgorod aufatmen. Seine letzte Fahrt führt elbaufwärts nach Hamburg. Dort wartet der Richtplatz am Grasbrook auf Störtebeker und seine Mannen. Störtebeker wird dem johlenden Volk vorgeführt, in einem Käfig, wie ein wildes Tier. So will es zumindest die Legende. Und viel später gab es auch noch Berichte über ein Geschäft, das er mit dem Henker gemacht haben soll. Jeder seiner Gefährten, an dem er ohne Kopf vorbeiliefe, möge frei sein. 12 Kameraden rettete er angeblich so und wurde berühmt. Am Grasbrook hat man dem Mythos ein Denkmal gesetzt. Doch Jürgen Bracker zweifelt an der heroischen Überlieferung. Aus neu aufgetauchten Urkunden glaubt der Störtebeker-Biograf sogar belegen zu können, dass der Pirat gar nicht geköpft wurde. Störtebeker ist zum bekanntesten Hamburger geworden. Und das wohl deswegen, weil er eben im Jahre 1400 seiner eigenen Hinrichtung entkommen ist. Und weil dies so war, wurden dann Geschichten erfunden, ein großer Mythos entwickelt, der dazu führte, dass Störtebeker viel, viel bedeutender wurde als so mancher Hamburger Bürgermeister. Und in jeder Hafenkneipe wurden neue Abenteuer dazu erfunden. Der wahre Störtebeker wird uns wohl für immer verborgen bleiben. Sein Mythos hingegen beflügelt weiter die Fantasie rund um die Hanse und die Hansestädte.
Lübeck. In der Stadt, in der Hildebrand Weckinghusens Frau und Kinder leben, ist er selbst nur selten. Er hat sich vom Schwiegervater Geld geliehen, pumpt immer mehr in das Venedig-Geschäft. Hildebrand, eure Kinder vermissen ihren Vater gar sehr. Mir fehlen Sie auch, Margarete. Aber mein Platz ist nun mal in Brügge. Es eröffnen sich bald unglaubliche Gelegenheiten. Ich mache mir Sorgen, Hildebrand. Das ganze Geld von dem Vater ist aufgebraucht. Und ihr braucht immer noch mehr. Macht euch keine Sorgen. Und überlasst mir die Geschäfte. Kümmert ihr euch um unsere Kinder. Margarete hat Angst. Durch seine Briefe weiß sie um seine riskanten Geschäfte jenseits der Alpen. Unzählige Zollstellen, Raubritter und schlechte Wege machen jede Fahrt nach Venedig zu einem Rabonspiel. Die Alpen sind für die Fernhändler des Mittelalters Mauern aus Fels und Eis. Die wenigen sicheren Passstraßen, wie über den Brenner, sind gespickt mit Ritterbogen und Mautstellen. Und Venedig ist teuer, schon damals. Im Fondaco di Tedeschi, dem deutschen Handelshaus, müssen die Kaufleute für ihre Kontore hohe Mieten zahlen. Hier gibt es keine Privilegien, nur die totale Kontrolle durch den Dogen. Venedigs Oberhaupt. Jeder deutsche Fernhändler bekommt einen Makler zugelost, der von ihm Abgaben und Zölle eintreibt. Eine der wichtigsten Einnahmequellen Venedigs. In den Gassen und Kanälen der Lagunenstadt muss Weckinghusen erkennen, dass die Konkurrenten hier mindestens genauso gerissen sind wie er selbst. Pelze, einst Exportschlager seiner venedischen Gesellschaft, werden mittlerweile von vielen Händlern importiert. Das Überangebot führt zu einem ruinösen Preisverfall. Dazu kommen vom Deutschen Orden beunruhigende Nachrichten. Aus Preußen bezieht Weckinghusen aber die meisten Waren. Jetzt droht ihm die große Politik in die Quere zu kommen. Auf der Marienburg, dem Hauptsitz des Ritterordens, herrscht Krisenstimmung. Hochmeister Jungingen gerät in immer stärkeren Konflikt mit den Nachbarn Polen und Litauen. Die wollen eine weitere Expansion des Ordens verhindern. Wie immer geht es auch hier um Geld und Macht. Anfang des 15. Jahrhunderts waren aus den Kreuzrittern, die das Volk der Prussen missioniert und das Land im Osten besiedelt hatten, längst gewiefte Unternehmer geworden. »1410 ist ein Krieg nicht mehr abzuwenden. Bei Tannenberg kommt es zur berühmten Entscheidungsschlacht. Gegen Mittag des 15. Julis treffen die wohl gewaltigsten Ritterheere Europas aufeinander. 25.000 Deutschritter stehen dem polnisch-litauischen Aufgebot von 40.000 Kämpfern gegenüber. Die Schlacht endet mit dem Tod des Hochmeisters und der totalen Niederlage des Deutschen Ordens. Über 50.000 Tote sollen das Schlachtfeld übersät haben. Tannenberg wird zu einem nationalen Mythos der siegreichen Polen. Mit gravierenden Auswirkungen für die Hanse. Die Schlacht von Tannenberg ist eine der wichtigsten militärischen Auseinandersetzungen des späteren Mittelalters. Hier siegte die polnisch-litauische Union, also eine werdende Großmacht, gegen den Deutschen Orden, der aber lange Zeit dominierend erschien in diesem Raum. Wir haben eine Wende in der ostmitteleuropäischen Geschichte mit dieser Schlacht. Auch Weckinghusen gehört zu den Verlierern von Tannenberg. In seinen Briefen wird die Krise deutlich.
Absatzmärkte brechen weg, fremde Händler gewinnen an Einfluss. Sein Bruder Sievert fürchtet den Bankrott. Sievert wartet! Seht es ein, Hildebrand, es ist vorbei. Niemals! Wir können die Kredite nicht zurückzahlen. Wir haben einen kurzzeitigen Engpass, ja. Aber in 2 Wochen sind die neuen Pelze in Venedig. Die Pelze? Die verdammten Pelze? Jeder Bürger von Venedig hat mindestens ein 50% davon. Wem wollt ihr sie denn noch verkaufen? Es wird auch wieder ein harter Winter kommen und dann seid ihr nicht dabei. Eure Gier lässt euch blind werden. Macht die Augen auf. In eurem Lager verderben die Waren, weil ihr sie zu teuer eingekauft habt. Und ihr redet nur von den verdammten Pelzen. Ich jedenfalls werde keine Mark mehr in diese Unternehmungen investieren. Mein Bruder, hebt einen Pelz für euch auf. Ihr werdet ihn brauchen. Hildebrand denkt nicht ans Aufgeben. Er benötigt doch nur etwas Liquidität, frisches Bargeld, um den kurzzeitigen Engpass zu umschiffen. Er sendet einen Boten durch die Straßen von Brügge, um neue Kredite zu erfragen. Italienische Bankhäuser haben auch in Brügge Filialen. Weckinghusen zieht Wechsel, Schuldscheine auf die spätere Einlösung der Verbindlichkeiten. Im Hause des lombardischen Geldverleihers versorgt er sich bequem mit neuem Kapital. Und dann erhält er auch noch eine sensationelle Einladung vom neu gewählten römisch-deutschen König Sigismund in das nahe Dordrecht. Die Hanse-Kaufleute wollen die Gelegenheit nutzen und dem König einige Beschwerden vortragen, deren Bearbeitung Sigismund jedoch an eine Bedingung knüpft. Er fordert 3.000 Kronen Kredit. Das sind umgerechnet etwa 2 Millionen Euro. Geldanleihen an Herrscher fanden sich in der Hanse-Geschichte immer wieder. Interessant ist hier, dass wir also mit Sigismund einen Herrscher haben, der aufgrund seiner schwachen territorialen Basis im Reich, er war eigentlich nur König von Ungarn, jemanden haben, der eigentlich ständig notorisch sozusagen in Geldnöten war. Gläubiger eines Königs. Dem konnte er sich nicht entziehen. Außerdem war es ein Imagegewinn. Er leiht sich weiteres Geld. Doch dann die Katastrophe. Sigismund hatte zwar versprochen, den Kredit binnen eines Jahres zurückzuzahlen, hielt sich aber nicht daran. Und es gab damals keine Möglichkeit, einen schuldnerischen König vor Gericht zu belangen. Weckinghusen sitzt in der Falle. Wieder eilt sein Bote durch Brügge zum Lombarden. Der legt Wechsel vor, die zu platzen drohen. Hildebrand braucht neue Kredite, doch der Zins wird immer höher. Diesmal sind es 20% auf 3 Monate. Das ist Wucher. Die ganz in schwarz gekleideten Geldverleiher sind die unbeliebtesten Menschen in Brügge. Doch ohne sie läuft bald nichts mehr. Geliehenes Geld hält den Handel in Schwung. Die ganze Welt scheint auf Pump zu leben. Weckinghusen spielt immer noch in der ersten Liga mit seinem Riecher für Geschäfte. Und dann wird ihm eine Information zugesteckt. Die Salzlieferungen aus Westfrankreich nach Livland werden ausbleiben. Salz. Er wittert eine riesige Chance, um sich zu sanieren. Leiht sich, wo er nur kann, noch einmal Geld zusammen. Egal zu welchem Zins. Und schickt einen reitenden Boten Richtung Baltikum. Er will dort sämtliche Salzvorräte aufkaufen lassen, bevor die Nachricht von der Salzknappheit eintrifft. Das so gewonnene Salzmonopol soll ihm Millionen bringen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen einen konkurrierenden Händler. Wer wird zuerst am Ziel sein? Der Ritt ist eine Meisterleistung des Boten, von Hildebrand perfekt organisiert. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Das Unternehmen ist teuer. Bringt es die Rettung? Sein Reiter erreicht als erster Dorpat und Reval. Doch trotz dieses Erfolgs endet sein Salzpoker in einem Desaster.
Die livländischen Handelspartner haben nicht genug Kapital, um alle Salzvorräte aufzukaufen. So wird nichts aus dem Monopol und den traumhaften Gewinnen. Vieles war sehr auf Spekulation angelegt und einige Geschäfte eben sehr riskant, sodass es kaum verwundern kann, dass er am Ende eben nicht erfolgreich war. Er ging eigentlich in seinen Geschäften über das Maß seiner Zeit eigentlich sehr weit hinaus. Weckinghusen, der High-Risk-Zocker, hat den Bogen überspannt. In Lübeck sieht seine Frau Margarete ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ihr Mann sitzt zahlungsunfähig im weit entfernten Brügge. Sein Bruder Sievert verweigert jede Hilfe. Und ihre eigenen Reserven sind längst aufgebraucht. Ihr Hochzeitskleid ist der letzte Gegenstand von Wert. In seiner Not hat Hildebrand sie gebeten, es ihm zu schicken. Sie schreibt: Liebster, wenden sich auch Freund und Bruder von dir ab. Dein hold Weib erwartet sehnsüchtig dein Kommen. Möge das Kleid unserer Liebe dir Glück und Geschick zurückbringen. Und möge Gott dich segnen auf all deinen Wegen. Was war nur aus ihrem geliebten und bewunderten Mann geworden? Das Glück hat sich endgültig von Hildebrand abgewendet. Keiner hilft ihm mehr, außer Margarete. König Sigismund zahlt den Kredit immer noch nicht zurück. Der lombardische Geldverleiher verklagt ihn. Hildebrand wird im Schulturm inhaftiert. In Lübeck eignet sich Sieverts Schwiegermutter mit einem Trick sein Haus an. Margarete muss ausziehen. Ein Schicksal aus dem Mittelalter, hautnah dokumentiert. Eine Schatzgrube für den Historiker. Die Weckinghusen-Briefe stellen für mich eine besondere Quelle dar, da sie Aufschluss geben über das Familienleben und über die Befindlichkeit der einzelnen Personen, also der Briefeschreiber, wie wir sie ansonsten in keiner anderen Quellengruppe des Mittelalters aus dem Hanseraum überliefert haben. Und weil ihr geschrieben habt, dass ich euch schreiben sollte, wie sich die Sache mit unserem Haus entwickelt hat, so will ich euch das in Kürze berichten. Sie haben das so eingerichtet, dass die Lunische es nun hat. Sie hat sich für 2 Jahre nicht gezahlte Rente durch Gerichtsbeschluss in das Eigentum des Hauses einsetzen lassen. Aber ich war ihr die Rente nur für 1 Jahr schuldig geblieben. Deswegen haben sie mich an Ostern durch Gerichtsbeschluss aus dem Haus getrieben und ich musste in ein anderes Haus ziehen, wofür ich 5 Mark Miete für den Sommer zahlen musste. Aufstieg und Fall des Hildebrand Weckinghusen. Aus den Briefen können die Forscher minutiös Margaretes sozialen Abstieg in Lübeck rekonstruieren. Nach über 600 Jahren. Rolf Hammelkiso macht sich auf den Weg in die vornehme Königsstraße, die Prachtstraße Lübecks. Hier steht noch heute das Haus, in dem die frisch vermählten Margarete und Hildebrand einst residierten. Margarete muss von dort mit den Kindern und der wenigen Habe in eine billige Mietwohnung in die Glockengießerstraße ziehen. Sievert gibt ihr nur das Allernötigste, damit sie nicht betteln muss. Denn das hätte auch seinem Ansehen geschadet. Die letzte Station Margaretes ist ein Hinterhof in der Hundestraße, ein Handwerkerquartier. Hier lebt sie von den Almosen ihres Schwagers, nachdem sie ihr letztes Hab und Gut verpfändet hat. Nach 3 Jahren Haft kommt Hildebrand endlich mit Hilfe seiner letzten verbliebenen Geschäftsfreunde frei. Er ist ein gebrochener Mann. Er will zu Frau und Kindern nach Lübeck zurück. Doch auch das bleibt ihm verwehrt. Er stirbt auf der Überfahrt. Hat ihn seine Gier umgebracht? Es gibt menschliche Eigenschaften, die sind ewig, obwohl sie negativ sind. Nämlich diese Maßstabslosigkeit, Maßlosigkeit individueller Gier zum Nachteil des Mitmenschen,
die kann, wenn man sie ins Kraut schießen lässt, alles zerstören. Das gab es in der Zeit der Hanse und wir haben es doch jetzt gerade im 21. Jahrhundert wieder neu erlebt. Abenteuerlust und das Verlangen nach Reichtum trieb die Menschen immer wieder aufs Meer. Im 15. Jahrhundert vor allem Spanier und Portugiesen. Die Entdeckung neuer Handelswege nach Afrika und Indien, besonders aber die Eroberung des Paradieses, die Entdeckung Amerikas, veränderten auch Europa. Die Schätze der neuen Welt lockten die weißen Eroberer. Gold, Silber, unbekannte Früchte führten zu einer Verlagerung der Märkte. Der Hanse gelingt es nicht, sich entscheidend zu beteiligen. Das Handelsimperium verliert immer mehr an Bedeutung. Durch die Veränderungen des 15. und speziell des 16. Jahrhunderts wurde die Hanse eigentlich eher zu einer regionalen Macht, verlor also ihre übergreifende, ja vielleicht globale Bedeutung. Die Hanse als loser Städte- und Wirtschaftsbund wurde an den Rand gedrängt, löste sich aber nie offiziell auf. Hanseatischer Kaufmannsgeist weht weiterhin durch die Hafenstädte an Nord- und Ostsee. Mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs gab es eine Rückbesinnung auf die Idee der Hanse als große europäische Wirtschaftsunion. Die Idee der Hanse lebt, weil sie ihrer Zeit so weit voraus war. Denn die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg nach Vorteil und Nutzen, das ist ja die Grundlage der europäischen Integration von heute. Das visionäre Imperium führte über ein halbes Jahrtausend hinweg zu blühenden Städten, in denen freie Bürger sich selbst regierten, aber auch ohne Maß handelten. Wie Hildebrand Weckinghusen. Was aus seiner Frau Margarete wurde, wissen wir nicht. Nach seinem Tod auf See endet der Briefwechsel. Vererben konnte er ihr nichts, aber uns seine Briefe. Die deutsche Hanse stand auf Augenhöhe mit Monarchen. Als Kriegsgegner oder als Geschäftspartner. Der Handel quer durch das Abendland machte sie zu einer Supermacht des Geldes. Die deutsche Hanse ist weit mehr als eine Geschichte von Pfeffersäcken und Piraten. Koggen und Karawanen. Sie erzählt von Wagemut und Betrug, von Spekulanten und Börsenkrach. Aber sie ist auch ein Wegbereiter für ein freies und modernes Europa. Wie ein ferner Spiegel.